Lena Belkina. Vielleicht nicht vielen Vorarlbergern noch ein Begriff, das wird sich in Kürze nämlich ändern. Lena Belkina ist eine der Carmen-Darstellerinnen der diesjährigen Bregenzer Festspiele. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast, hier zu uns ins Studio zu kommen. Danke für die Einladung. Für dich, Lena, das erste Mal, dass du in Bregenz jetzt auftrittst bei den Festspielen? Ja, das erste Mal in Bregenz, aber nicht das erste Mal in Vorarlberg. Ich habe schon in Lech am Arlberg 2013 bei einem Musikfestival gesungen. Mhm. Vielleicht zum Einstieg vielleicht ganz kurz, dass wir ein bisschen was über dich erzählen. Das heißt also, wie bist du überhaupt ursprünglich zur Musik gekommen? Wie ist so dein Werdegang? Und was hat dich schlussendlich auch nach Österreich verschlagen? Mhm. Ich habe als Kind schon eigentlich immer gesungen und Klavier gelernt dann. Und meine Mutter als professionelle Musikerin hat mich dazu gebracht. Und dann habe ich in Leipzig studiert und ein Engagement an der Wiener Staatsoper bekommen. Und so bin ich auch nach Wien gezogen. Jetzt stellt man sich das so vor, es sind ja nicht viele Jugendliche oder Kinder und Jugendliche, die sich schon früh damit auseinandersetzen, dass sie in die klassische Musik gehen, dass sie eine klassische Ausbildung machen. War das bei dir von Anfang an ein Faible dafür da? Oder? Nein, es war gar nicht da. Also ich wollte eher Poplieder singen und das hat mich viel mehr interessiert und Operngesang und klassische Musik generell fand ich eher etwas zum Entspannung oder langweilig oder ja. Und dann, als ich erst Gesang selbst entdeckt habe, dann war ich so fasziniert, dass ich wollte nur das machen. Mhm. Jetzt habe ich gesagt, wie gesagt, das erste Mal jetzt bei den Festspielen auf der Seebühne. Wie war das, als da die Anfrage kam, beziehungsweise hast du gedacht, hast sofort überlegt, jawohl, das muss ich mal machen, das möchte ich unbedingt machen? Ja, zuerst musste ich vorsingen. Mhm. Unsere Intendantin, Frau Elisabeth Sobotka, die war damals noch Intendantin an der Oper Graz. Und sie hat mich eingeladen, eigentlich ist sie selbst auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nach Graz kommen kann und vorsingen. Und ich dachte, ja, ich war sehr überrascht natürlich, aber positiv. Und dann, wenn die Zusage kam, ich dachte, das ist das. Du hast natürlich schon an anderen großen Häusern auch gesungen, hast schon Engagement. Ja, aber nicht Carmen. Ja. Also das wird mein Debüt und eigentlich, ich wollte gar nicht das vorher woanders singen. Ich wollte auf der Seebühne debütieren. Mhm. Das heißt, Carmen ist für dich auch was ganz Besonderes. Es ist ganz Besonderes und auch, ich hatte schon eine Erfahrung mit einer Hauptrolle in einer außergewöhnlichen Form. Mhm. Das war Aschenputtel von Rossini. Mhm. Das war eine Live-Übertragung in vielen Ländern. Und damals war ich 24 und ich dachte, ja, wenn ich die Carmen singe, dann muss das auch etwas ganz Besonderes sein. Was macht denn die Carmen so besonders für eine Sängerin oder was ist denn da die besondere Herausforderung auch daran? Ja, als erster ist natürlich Charakter und das ist eine Frau, die sehr Freiheit liebt und ich möchte sie auch nicht so sexy Klischee darstellen, sondern als einfach Frau, die Freiheit liebt. Mhm. Und die möchte nicht jetzt sagen, morgen wird das und das sein. Sie plant es nicht im Voraus. Sie wacht auf und sagt, heute wird es. Ich lasse mich überraschen, ja. Ist das was, was du auch vielleicht persönlich so Nein, lebst oder so ich leben bin möchtest? Eher rationell. Okay, also, aber da kann man mal aus der eigenen Rolle ein bisschen ausbrennen oder beziehungsweise einfach diese Rolle auch mal übernehmen in dem Fall, oder? Also sagen ja, ja, natürlich. Ja. Die liegt mir auf jeden Fall auch stimmlich. Ja. Also natürlich auch musikalische Herausforderung für die Stimme, die ist die ganze Zeit auf der Bühne und ja. Viel Arbeit, jetzt die Seebühne, wie gesagt, ist ja nochmal was anderes, als wenn man in einem Haus singt. Logischerweise Open Air am See, das Setting. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man das erste Mal auf der Bühne steht, auch das Bühnenbild sieht und auch wenn man jetzt schon viel Erfahrung hat und schon an verschiedenen Häusern gesungen hat? Ja, das ist ganz was anderes. Das kann man gar nicht mit einem Opernhaus vergleichen, weil schon rein aus akustischen Gründen. Also wir müssen unsere Stimme nicht an einen bestimmten Saal anpassen.
das ist einfach so, so gewaltig und spektakulär, dass man muss sich einfach drauf verlassen. Und ja, ich bin fasziniert von Bühnenbild, von Carmen auf der Seebühne. Und jetzt ist natürlich jede Inszenierung auch noch anders, das heißt, wie der Regisseur sich das vorstellt, eben wie das Setting aufgebaut ist. Ja, er arbeitet an jedes Detail und das gefällt mir auch sehr. Sehr, also es kommt ja auch entgegen. Es wird sehr interessant, sehr spannend. Ja, es ist nicht mehr lang hin, also in knapp 2 Wochen ist ja Premiere. Die Proben laufen schon seit Mitte Juni oder seit Mitte Juni bist du auch im Land. Hat sich da schon ein bisschen sowas, also kann man schon sagen, ein bisschen Routine, in Anführungszeichen eine gute, positive Routine eingespielt, das heißt, hat man sich schon gewöhnt daran oder ist schon ein bisschen so Unsicherheit da und sagen, oh, nein, als Routine kann ich das gar nicht nennen, weil diese Begeisterung ist einfach jeden Tag da, wenn ich zur Probe gehe und ich gehe jeden Tag mit dem Gedanke, ich darf auf der Seebühne proben und das inspiriert mich. Jetzt haben wir in den letzten Wochen natürlich auch viel Glück mit dem Wetter gehabt. Was für Herausforderungen, also man weiß nicht, ob es schon eine Probe gab überhaupt, wo das Wetter nicht mitgespielt hat. Ja, es gab schon. Ja, aber was für eine Herausforderung oder spezielle Herausforderung mal an die Darsteller und auch an die Sänger stellt denn das? Also wenn man sich vorstellt, eben, dass es eben auch mal ein bisschen trotzdem, regnen kann oder so. Egal, ob es regnet oder Wind ist, wir ziehen uns halt wärmer an und auf die Bühne. Okay. Wie gesagt, jetzt die letzten 2 Wochen wird jetzt noch eifrig geprobt, dann die Premiere. Jetzt bist du ja eine der beiden Carmen-Darstellerinnen. Drei, genau. Wie oft wird man denn dich tatsächlich sehen? Oder ist das gar nicht fix festgelegt? Oder wie mich ist das sieht gar... man 10-mal auf der Seebühne. Die Termine kann ich nicht auswendig, aber die sind auf meiner Homepage zu sehen. Und sind aber nicht mehr... viele Karten übergeblieben. Ja. Ne, das ist ja auch was sehr erfreulich ist. Also, die Seebühne ist tatsächlich super. Im ersten Jahr, also da sind sie ja auch sehr glücklich darüber, dass tatsächlich Carmen auch gut ausverkauft sein wird oder dass es nur noch wenige Karten gibt. Ja, von der Größenordnung vielleicht noch, also die Seebühne gibt natürlich Opernhäuser, die vom Publikum her jetzt auch in dieser Größenordnung sind, aber das ist das jetzt, sagst du auch, wenn du vorher so viel Publikum spielst, oder macht das gar keinen Unterschied? Also wie ich schon erwähnt habe, wenn das eine Live-Übertragung war, das war eigentlich ein Film und das war gar nicht am Open House. Mhm. Aber die Gedanke, dass du wirst jetzt live in vielen Ländern übertragen und jeder hört deine Stimme, Millionen von Menschen, das ist natürlich schon anderes. Und hier, das ist noch was anderes, weil wenn an einem Open House circa 2000 Zuschauer sind, hier sind 6800 und das ist schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, ich kann es noch nicht sagen, aber ich bin total aufgeregt. Das ist schön. Du bist jetzt, wie gesagt, auch schon fast seit Mitte Juni in Vorarlberg. Hattest du auch schon Zeit, dir Vorarlberg ein bisschen so anzusehen? Oder du hast gesagt, du warst zwar schon in Lech, aber auch jetzt hier von Bregen zur Umgebung. Wie gefällt es dir hier so? Ja, noch nicht so ganz. Wir proben jeden Tag und eigentlich, wenn ich ein bisschen Freizeit habe, möchte ich zu Hause ausruhen oder ich muss weitere Musik lernen. Für weitere Projekte. Okay, ja, das wäre dann meine nächste Frage. Jetzt haben wir es noch vor uns. Wie sieht denn dein Jahr sonst schon aus? Hast du da schon weitere Projekte geplant? Ja, das ist schon fast ausgebucht, das ganze Jahr. Gleich danach fahr ich nach Genf und mache dort bei mir von Sevilla, von Rossini. Rossini ist überhaupt ein sehr wichtiger Komponist für mich. Und ich singe dann gleich in Brüssel auch Rossini, Tancredi und dann Donna del Lago in Lausanne. Mhm. Also Schweiz ist ein Schwerpunkt. Okay. nächste Saison. Vielleicht abschließend noch ganz kurz. Du hast auch tatsächlich schon CDs herausgebracht. Also nicht nur von den Inszenierungen, sondern auch Solo-CDs herausgebracht. Ja. Und da gibt es, was ich gesehen habe, auch schon wieder Pläne für was Neues. Ja, ist es erschienen. Ja. Ich zeige den Zuschauern, wenn sie das sehen. Genau. Das ist meine zweite CD, heißt Klassik Vienna. Da sind Mozart, Gluck und Haydn drauf zu hören. Und das ist eine Art meine Liebeserklärung an Wien und Österreich. So. Das, die ist schon erhältlich. Die kann man sich auch gerne... Ja, ab 30. Juni ist sie schon zu kaufen. Mhm. Ja, fein. In diesem Fall würde ich sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude bei den Aufführungen. Wir sind schon gespannt auf die Premiere.
toi toi toi, dass die Proben alle gut verlaufen und auch die Aufführungen. Und ja, genießt die Zeit in Vorarlberg. Und vielen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Danke. Und an euch, danke fürs Dabeisein. Wie gesagt, wie immer, könnt ihr natürlich das Video dann noch bei uns auf der Seite ansehen. Bis zum nächsten Mal.